Korrell rennt gerade raus mit dem Paket, damit er die Postfrau erwischt. How are you, sir? Ach, das war der Typ. Yeah. Sonst haben wir immer eine Frau. Und der Korrell hier arbeitet wieder hart. Ach, und immer wenn ich arbeite, kommt die Sonne raus. Du bist die Sonne. Nein, das bist du. Was machst du? Oh, es ist laut. Was hast denn du gemacht? Ich weiß nicht, wie das heißt. It's a control arm. Ein Kontrollarm natürlich. Ein Kontrollarm. Ja. Wie heißt das denn auf Deutsch? Keine Ahnung. Werdet ihr halt wissen. Jedenfalls muss das erneuert werden. Hier, was ist das? Könnt ihr uns schreiben? Was ist das für ein Gerät? Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Das ist ein Kontrollarm. Das weißt du wieder. Ja, das musste ausgewechselt Schmeißt werden. Schmeißt du den jetzt weg? Der X5, der hat ja jetzt 193.000 Meilen runter. Unglaublich. Wir haben den, was haben wir denn gekauft? Wir sind mit 50.000? Dem hochgefahren nach New York und runter. Also überall sind wir schon. Überall hin. Wo waren wir noch alles? Nee, in Colorado sind wir nicht da. Sind wir hingeflogen. Na, gehst jedenfalls hin? Wie auch immer. Wir Bist haben den Wagen gekauft mit 50.000 Meilen oder so vor genau 11 Jahren. Unglaublich. Und jetzt haben wir 193.000 runter. Ja, Korrell fährt ja seine Autos nicht. Wir fahren nur meinen. die stehen hier nur so. Ne? Und so sieht hier gerade die Situation aus. Hier unten ist die Viper. Da oben ist der schwarze. Korrell hat die rote Viper übrigens verkauft, ne? Die rote Viper hast du verkauft. Ja, die ist weg. Oh, wie hart der hier ackern muss. Wenn ich hier nur stehe und filme. Das sind übrigens unsere Was? Mülltonnen. Und zwar ist das die Mülltonne für regulären Müll. Und das ist Recycle. Und da kommt rein Papier und Plastik. Kein Glas, nur Papier und Plastik. Wir haben kein... Und unsere Müllabfuhr holt kein Glas ab. Total verrückt. Und die kommt einmal die Woche übrigens. So. Habe ich jetzt endlich wieder einen Kontrollarm. Also ohne geht machen. Auch gar nicht. Also ohne Kontrollarm. Hast du so auf den Fingernagel mit dem großen Hammer darauf gehauen? Was machst du denn immer hey, so? Hey, wie spät ist es? Zeig mal deine Hände. Wie spät kann ist es? Kann ich gar nicht sehen. Wie spät ist es? Weiß ich nicht. Ich filme. Ich muss doch den Julian abholen. Aus. Ja, der Nagel ist gebrochen, guck mal. Wo? Sie sind. Nee, aber ich sehe Blut hier auf deinem Finger, da. Ja. Das ist ja normal. Desinfizieren. Ein paar Kratzer. Ach Mensch, ey. Mir macht das echt keinen Spaß mehr, in Autos rumzuschrauben. Nö, das sagst du schon seit 10 Jahren. Seit kannst 10 Jahren. Kannst ja abgeben in der Werkstatt. Kannst ja mal fragen nach dem Preis. Ja, und excuse me, what's your price for changing the control arm? Und dadurch, dass man es ja eigentlich selber machen kann, habe ich keinen Bock, natürlich so viel Geld zu zahlen, weil die Mechanic Shops, die chargen, also Mensch, ich kann nicht mehr Deutsch reden, die verlangen ganz schön Geld. Ja, nur das Einzige ist, ich finde es immer schade, dass du dir jedes Mal wehtust. Kannst du dir da nicht irgendwie so eine Silikonhandschuhe oder sowas anziehen? Ich kann, ja, ein Handschuh würde mich vom Hammer auch nicht beschützen. Ja, dann kannst du nicht ein bisschen vorsichtiger arbeiten? Mann, ich bin schon super vorsichtig, dennoch. Sieht ja nicht so aus, oder? Das Geile ist ja dann, mit den Händen hier werden dann die Türen alle geöffnet. Dann muss ich überall alles abwischen. Kennt das auch irgendjemand? Hat auch irgendjemand so einen Mann zu Hause? Immer nervig, alle, nervig. Alle Türen. Also einerseits ist es günstig, spart Geld. Man muss also nicht in die Werkstatt. Man muss halt ein bisschen mehr putzen. Aber man muss halt ständig Türen sauber machen. Dann putzt du halt ein bisschen, mein Gott. Ständig sehen Heul die Türen nicht. Eklig aus. Heul nicht! Jetzt werden die Leute denken, sag mal, wo hat denn der sein Werkzeug drin? Ja. In der Public Street. Professionelle Publics.
Werkstatttüte. Ich habe so viel Werkzeug. Und das ist meine Tüte, die das ist ich weiß ja auch nicht. Das Allerbeste kommt in die gute Public. Ich hasse es, alles wieder zurück zu organisieren in den Werkzeugkasten. Also kommt es einfach jetzt in so eine Tüte. Schick. Und die besten Lappen? Die sind hier. Ne? Wenn nicht frech, dann nutze ich deine Lieblingslappen. Super. Sieht ja, alles klasse aus hier. Hier ist die ganzen Chemikalien. Hier. Jetzt hat man eigentlich nur einen Kontrollarm oder hat man auch zwei Kontrollarme? Du hast auf alle Fälle den gleichen nochmal auf der anderen Seite, aber... Und der andere ist noch gut? Nein, muss ich auch noch machen. Na und sag mal, meine Felge sieht aber dreckig aus, oder? Siehst du? Du könntest ja mal dein Auto waschen. Also, würde ich mal hier eins... Aber gewaschen wird dann doch mal eines der guten Lappen. Erzählt mir hier von wegen, ja, mein Mann macht überall dreckig, aber ich muss das Auto mal waschen. Warum wäschst du es denn nicht? Ja, du machst draußen sauber, ich mach drinnen sauber. Du machst einmal im Jahr vielleicht eine Tür sauber und ich muss hier... Sagen wir einmal im Monat das Auto waschen, das ist viel anstrengender. Sag mal, ich muss mir eine Short anziehen hier. Es ist wirklich heiß, ey. Genau jetzt, wo ich angefangen habe zu arbeiten, wurde es so heiß. Ja, du kannst auch einfach, komm einfach nicht rein, dann machst du auch die Türen nicht dreckig. Okay. Bleib einfach draußen, okay? Du komm einfach nicht mehr raus, okay? So, es waren zwar heute 28 Grad, aber ein bisschen voll. Decoration kommt schon mal raus. Halloween machen wir noch nicht, aber schon mal ein bisschen so herbstlich. Sieht es bei uns aus? Bei 28 Grad herbstlich. Und hier wird gewaschen. Oh mein Gott, da steht sie wieder mit der Kamera. Na, du hast dich ja... Du bist ja den ganzen Tag schon beschäftigt mit dem Schwarzen hier. Du hast dich doch vorhin aufgeregt, dass der so dreckig ist. Wollen wir mal gucken, ob die Felge jetzt sauber ist. Aber auch schön die Felge. Ich wollte ja nur, dass du die eine Felge sauber machst. Ja. Hier ist noch was. Aber ist schon gut so. Prima. Und Detailing inside auch, ne? Das kannst du jetzt machen. Na, innen ist ja eigentlich immer sauber. Obwohl hier oben mal so ein bisschen Staub wischen. Hier hört ja gar nicht auf mit deinen Wünschen. So viele Wünsche hat dieses hier. Right. Guck mal in deine Garage. Was denn? Ja. Was ist denn in deiner Garage? Was ist denn in deiner Garage? Was hab ich denn für Wünsche? Tja, hätte ich keine Autos, Alter, würdest du nicht mit mir zusammen sein, ey. Ja, wahrscheinlich, ey. Und das ist hier eigentlich meine Halloween-Kiste. Da habe ich alles Mögliche für Halloween drin. Aber das mache ich nicht jedes Jahr. Es kommt drauf an. Wenn wir eh eingeladen sind, dann mache ich das nicht. Früher hat Julian gerne draußen dekoriert. Aber jetzt macht er das nicht mehr so gerne. Hier ist der Große, der... Der hat einen ganzen Körper. Und versteckt er sich. Ja. Oktober. Guck mal, hier sind überall die Garden Worms. Ich weiß gar nicht mehr, wie die auf Deutsch heißen. Und Pumpkins. 1. Oktober und es ist also Wetter wie im Sommer, oder? Ja. Ich bin im Kleid. Guck mal, die Pumpkins sind 10,98. Sehe ich das richtig? Ja, die großen. Das sich aber teuer an, oder? Und hier so eine kleine 3 für 10. Wir müssen Farbe zurückgeben. Die hat nicht funktioniert. Naja, vielleicht nehmen sie es nicht zurück. Mal gucken. Ich gucke hier für meine Kommode von Ikea. Da hätte ich gerne hier so ein Ding. Ich habe mir nämlich schon zweimal einen Nagel abgebrochen, weil die immer so zuknallt. Ja, aber du brauchst davon 6 Stück. Und 6 mal 7 sind $42 für irgendwie solche blöden Treffer. Hier, warum nimmst du denn nicht den hier? Ja, nö, der ist sehr schön, Korall. Du, der ist aber... Für 98 Cent. Das kostet sich nur $6. Super okay, Geschmack. Du kannst vielleicht auch den großen nehmen. Ja, nee, klasse Geschmack. Das fühlt sich gut an, wenn du so ziehst oder... Ist toll. Aber ich bleib dann doch mal hier drüben in der Gegend, okay? Ja, jetzt mal im Ernst, $42 für so einen Kack. Musst du mal auf Amazon gucken. So, hier sind die Pflanzen. Mal nach Pflanzen gucken. Wir bräuchten eigentlich so einen größeren Busch am Eingang. Das ist so ein bisschen leer. Die hier, die sehe ich auch immer, die haben so überall.
nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die hier nochmal heißen. Helft mir mal. Die finde ich immer so schön. Wir haben zwar schon ein paar davon, aber schadet ja nichts, noch mehr davon zu hören. So, die Kinder essen Popeyes. Hast du auch? Ja. Wie? Can you restart that? Because I just screamed in it. Ist deine Diät vorbei oder heute ist wieder Odd Day oder so? Corey hat ja eine neue Regel, so mit Even und Odd Days. Wann er essen darf und wann nicht. Weil, was ist denn das jetzt hier auf einmal? Essen? Bist du neidisch? Warum sind nicht so wenig French Fries? Weil ich mir nur ein paar genommen habe von Join. Ich muss ja noch hier Kartoffeln machen und jetzt wird zusammen Fernsehen geguckt. Hier. So ein Corys Lieblingsfilm. Wir gucken das nicht, ne? Lass mal die Männer alleine. Oh, guck mal, der isst gerade wie ihr. Oh, guck mal, der ist ja süß. Wir gehen woanders hin, ne? Wir lassen die Männer alleine. So, während die Männer da drüben ihren komischen Schwachsinnsfilm gucken. Was ist das jetzt, Cora? Beverly Hills Ninja. Lilly schreit immer noch rum. Ich schäle gerade Kartoffeln. Und jetzt muss ich daraus Kartoffelsalat machen. So, jetzt sind die Kartoffeln hier drin. Klein geraspelt bei Herrn Kurai. Mit dem uralten Ding hier. Da machen wir mal was Besseres für, dass es nicht so schwierig ist. Er macht jetzt hier noch den Käse. Aber erst mache ich da jetzt rein Sahne, diesen Season Roll, also so ein Salz mit allem möglichen drin. Season Salt. Dann Knoblauchpulver und dann mache ich hier noch von Lidl diese Tiefkühlkräuter rein. So, das habe ich auch erstmal schön umgerührt. Und das kommt jetzt erstmal in den Ofen ohne den Käse, der hier wartet. Erstmal eine halbe Stunde ohne Käse in den Ofen. So, jetzt habe ich noch den Käse drauf gemacht und jetzt kommt es nochmal rein. Nochmal so 20 bis 25 Minuten. So lange? Ja, je nachdem wie so der... Nee, 10 Minuten auf keinen Fall. Also mindestens 20. Bei 385 Fahrenheit, was auch immer das ist. Keine Ahnung. So wahrscheinlich so 180 so. Wie lange? 20 Minuten? Ja, und dann gucke ich. Hallo Lola. Lola hat gerade ein bisschen Käse bekommen. Ja, magst du Käse gerne? Isst du gerne Käse? Sonzig, guck mal. So sieht jetzt der Kartoffelauflauf aus. Den werde ich nachher zu meiner Freundin bringen. Was machst du denn da? Gar nichts. Zauber, Magic. Wir sind bei Sharon schon wieder. Und guck mal, was es hier Leckeres gibt alles. Lecker, lecker. Hier ist mein Kartoffelauflauf. Alle sind angezogen. Das ist eine Party zu Ehren von unseren Freunden, die letztes Jahr Geburtstag hatten. Aber sie ist momentan krebsfrei. Was called the liners? Look pretty, but I actually don't like frosting. At all. Mit dem Kuchen an hier, der sieht lecker aus. Hat so schön gesungen. Sing nochmal. Yeah.
So, bei uns gibt's mal wieder lecker Essen, lecker Nudeln. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, das Gericht hier, oder? Ja, so lecker. Das ist eigentlich mein Lieblingsessen. Yum. Hier ist meine Lidl-Selta. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und Julian, guten Appetit. Der lässt noch auf sich warten. Guck mal, so lecker sieht es aus. Was hast du alles reingemacht? Paprika, Spargel, Zwiebel, Chicken. Du, ich sehe aber Sesamkörner. Mhm. Wow, lecker. Okay. Da kommt das Kind endlich. Der hat sich noch eine Erdbeermilch gemacht. Sag mal Erdbeermilch. Erdbeermilch? Ja. irgendjemand hat hier Popeyes so lecker geschmeckt. Dabei, guck mal, der Bann sieht doch total... Total ver... Wie nennt man das? Zusammengeknüllt sieht es aus. Aber anscheinend Popeyes schmeckt den Kerlen. Was ist denn hier das gemacht? Schmeckt sehr gut. Oh, das sehr ist gut. Heute Chili. Habe ich glaube ich auch schon mal gezeigt. Dazu brate ich gerade das Fleisch, Hackfleisch in Olivenöl an. Und hier drüben habe ich ein bisschen Zwiebeln und Paprika. Und das habe ich jetzt hier reingeschmissen. Das wird jetzt auch erstmal zusammen angebraten. So, dann kommen noch rote Bohnen rein. Red Kidney Beans. Guck mal hier, der spanische Name. Finde ich lustig, wenn man den jetzt auf Deutsch liest. Habichuelas. Habichuelas? Coloradas? Und zwei so eine Dosen Tomato-Sauce. Manchmal mache ich auch mit Tomatenstücken, aber ich mag es lieber ohne. Und dann mache ich das McCormick Chili rein. Die ganze Tüte. Und noch ein paar andere Gewürze. Und noch ein bisschen von dem Chili Powder. Das macht es noch mal so ein bisschen mehr scharf. Und ein bisschen Knoblauchpulver. Und das lasse ich jetzt mit dem Deckel bei niedriger Hitze 10 Minuten. Das ist der falsche Deckel. Ich habe den falschen Deckel genommen. Der ist zu klein. Guck mal. Falscher Deckel. So, da ist der richtige Deckel. Das lasse ich jetzt jedenfalls 10 Minuten vor sich hin köcheln. So sieht es jetzt aus. Mit ein bisschen Brot. Und bei mir ist Sour Cream drauf. Bei Julian nicht. Dafür trinkt er schon wieder. Der ist süchtig nach diesem Nesquik-Zeug hier. Und Koray ist im Stehen. Heute gibt es Teil 2. Jedenfalls wird hier Pecan Pie gegessen. Wir sind bei Lidl unser Lieblingsbrot kaufen. Das hier, German Sour Cream. Der hier auf Focaccia Bread. Diese Brötchen. Guck mal, da steht richtig drauf Bio. Ist ja lustig. Bio heißt hier organisch. Vorher hat sich ein paar Cheese Rolls. Schön, warte. So riecht. Ich hoffe, du meinst gut riecht. Ja, gut riecht. Ja, ich rieche wunderschön. Nicht mal meine Haare habe ich gewaschen. Ja, es sind deine Haare, die riecht so gut, ne? Hier brauchst du eine Juckerhut. Guck mal, hier ist eine Kokosnuss. Guck mal, was es hier gibt. Oktoberfest. Jetzt hier drin. Produced in Germany. Das brauche ich wahrscheinlich auch. Das ist die Schokolade. Das sieht irgendwie aus. Erinnert mich doch sehr an Nutella.
die Schokolade gefällt mir irgendwie immer besser bei Aldi, oder? Die hier, die reißen mich nicht so vom Hocker, habe ich schon versucht. Vielleicht die hier, die sieht lecker aus. Die probiere ich vielleicht mal. Die weiße. Was gibt es hier noch so? Gibt es bestimmt bei euch auch alles. Das habe ich, glaube ich, mal probiert. Mich aber irgendwie nicht vom Hocker gerissen. Guck mal, so viele Kassen, aber es ist kein Mensch da. Nur eine Kasse offen. Auf jeden Fall ein Cola-Mountain hier. Ich glaube, die haben zu viel Cola. So, wir sind bei Walmart. Epic Cookies and Cream Cookie Kit. Achso, das kannst du hier so selber backen. Also, Salted Caramel. Das sieht gut aus. Brownie mit Marshmallow. Und dann gibt es hier noch Fruity Pebbles Cake Kit. Man, hier haben wir schon Halloween Cereal. Frankenberry. Blueberry. Was haben wir hier? Ghostbusters. Und hier die Spooky Oreo Boom. Ja, noch mehr. Zeug für Halloween, ganzes Regal voll zum Backen und hier sind die ganzen Zuckerstreusel und hier für Cupcakes, Icing, die Augen oder so. Hier ist ja ein süßes kleines Set. Guck mal. Sprinkles oder so in Orange. Die sehen dann so aus. So, und hier haben wir schon mal für Halloween, das ist der ganze Gang, das Halloween Candy, dass man was zum Rausgeben hat für die Trick or Treaters. Hier sind die Reese's. Für 9,94, dann hat man genug Candy für die Kinder. Hier, das ist auch schön. Snickers, Peanut Brownie, Twix, Cookies and Cream und M&M's. Yummy. Oder das hier ist auch gut. Und guck mal die an. Das ist wie so Milky Way. Ich finde gut, dass sie hier draußen immer so einen Sticker haben, dass man genau weiß, was da drin ist. Das ist praktisch. Wie macht man das auf? Ach
Achso, guck mal hier, das ganze Teil für 29,98. 488 Sachen. One and done. Kaufst du das Ding und hast alles da. Gearheads. M&M's. Laffy Taffy Trolley Sweethearts. 160 Sachen. Und hier haben wir unsere Halloween-Decoration. Guck mal, da drüben sind, da drüben, habe ich das gerade gesagt, da drüben, da oben sind die ganz großen Sachen alle. Schauen wir. Und Kostüme und so sind auch hier drüben. Nein, das ist noch Deko. Oh, hier sind so Masken. Die hier. Die sieht irgendwie aus wie ich. Oh, guck mal hier das Baby an. So. Hier sind ein bisschen hübschere Sachen. Das sind diese aufgerüsteten. Da sind Kostüme. Hier sind auch Kostüme. Für die Kleinen. Ein Blue Monster. Hier ist was für die Großen. Und hier ist auch für die Erwachsenen. Tütüs. Und hier sind hübsche Hexenhüte. Teufelshörner. Mensch, das habe ich mir gerade auf eBay gekauft, so eine Strumpfhose mit lila und schwarz. Habe ich mehr bezahlt, hätte ich mal hier holen sollen. Aber lila? Doch, hier. Ah, genau die habe ich gekauft auf eBay. Ich glaube für 7. Ah, hätte ich mal hier holen sollen. Hier ist die Schminke. Halloween-Schminke. Sieht aber gut aus. Hübsche Zähne und Wunden. Halloween Dog Toy. So, hier sind noch mehr Kostüme. Prinzessin. Und hier ist noch was Großes. Jüngling Oktoberfestbier. Woran macht ein Return bei UPS? Das für von Amazon muss aus zurückbestellen, zurückschicken. Ich rede heute. Und guck mal, da, wie die Line ist. Das wird jetzt bestimmt eine halbe Stunde dauern, bis der dran kommt. So, und hier ist unser Einkauf. Kure hat mich gefragt, ob er sich schon eine Stulle machen darf. Und ich habe gesagt, nein, ich muss erst mal den Einkauf. Ich habe noch nicht gefrühstückt, es ist schon Mittagszeit. Aber er setzt sich durch, wisst ihr? Was gibt's hier Schönes? Lidl Brötchen mit Käse, ne? Mhm. Und Salami. Und da drüben, guck mal, wer jetzt ankommt. Auf Kommando. Lilly! Ja! Zeig mal den Einkauf. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier
Sizzle Steak. Das ist gut. Das hört sich dann so an, als ob du kochen würdest. Dann haben wir hier Breakfast Sausage, Ranch, Huhn, Lidl-Brötchen und Knoppers. Ich liebe Knoppers. Hier haben wir Ice Cream, Chocolate Chip, Cookie Dough. Ist nicht so mein Ding, aber Julian mag es, glaube ich. Na hier, die, so wie Magnum, das mag ich auch gerne. Dann haben wir hier Kurais Haare, das was übrig ist, riechen nach Erdbeere. Das benutzt Cora gerne, das Erdbeershampoo. Und das ist Julians. Julian möchte nur Head and Shoulders. Alles andere, was er probiert, mag er nicht. Er mag nur das. Und ich wasche mir anscheinend nicht meine Haare. Nee, ich habe was anderes. So, dann haben wir hier Katzenfutter für meine Süßen. Hier haben wir Eier, Avocados, Mandeln, Butter, Spargel, Cherry Tomatoes, rote Bohnen, zweimal Teriyaki Sauce. Dann haben wir hier das Brot von Lidl, das ist das Sourdough, Sauerteigbrot. Hier sind zwei Käsebrötchen, da ist das dritte. Da sitzt eine Gurke drin. Eine Gurke. Eine Gurke. Dann haben wir hier zwei verschiedene Salamis. Hier waren noch Pilze. Und ja, das hier ist die Hard Salami und hier haben wir Pepperoni Style Salami. Dann probiere ich heute mal diese Schokolade aus von Lidl. Weiß mit Almonds. Baby Carrots, Zwiebeln. Ach so! Ich habe diese Mandeln gekauft und du hast diese gekauft. Du hast die teuren gekauft und ich habe die billigen gekauft. Meine waren 4,99 und deine sind, glaube ich, 8,99. Ich glaube, 7 Dollar. Ja, die schmecken immer sehr gut, aber die hier sind so günstig. So, dann haben wir hier Huhnaufschnitt, Rucola, Romaine. Was? Was? Hast du Hunger? Ja, gleich, meine Süße. Ist doch noch gar nicht so weit. Du hast ja schon gefrühstückt. Wie spät ist es? Ah, doch, ist schon. Kriegst gleich, meine Süße. Mittagessen. So, dann haben wir hier Apfel. Das hier sind so eine Peanut Butter Cracker. Frosted Flakes, Julian wollte die haben. Dann haben wir hier Cheez-It, Extra Toasty, Sun Chips, das sind so eine Vollkorn-Chips. Die isst auch Julian gerne. Und diese Müsli-Riegel hier, Chewy. Und dann haben wir... Was? Was? Süße! Und dann haben wir hier Milch. Ja, das war's. Das war der Einkauf. Was? Und bei Walmart haben wir bezahlt 132,34 und bei Lidl haben wir bezahlt 51,9. So, pass auf, wir haben jetzt diese Dinger hier auf Amazon bestellt. War viel billiger. Was haben wir bezahlt? 21 für 6. Ja. Und 600, bei Home Depot war das irgendwie so 6 Dollar noch was. Und ja, die waren gar nicht so groß. Genau, das ist auch noch größer. Nee, das wird super aussehen. Na dann viel Spaß. Ich habe halt nur keinen Bock, die ranzumachen. Viel Spaß. Irgendwann. Ich habe mir nämlich schon so oft, ist euch das auch schon passiert, ist mir also wirklich schon mehrfach passiert, dass ich das aufmache. Das sind ja so eine IKEA-Teile hier. Und dass es dann so zuknallt und mein Nagel abbricht. Ich mache das dann nächstes Jahr. Und deswegen kommen da jetzt so Nagel. Ist hier auch so ein Ding? Selbst wenn du es nächstes Jahr... Ja, das wird auch gut aussehen. Selbst wenn du es nächstes Jahr machst, ist ja nicht mehr so lange hin. Na gut, aber immerhin habe ich noch ein paar Monate. Viel Spaß. Ich geh jetzt laufen und wenn ich zurück bin, dann hoffe ich, dann ist das auch alles erledigt. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Lilly! Da liegt die Bowlingkugel von meinem TikTok. Dann guck mal, wer auch noch da ist. Ich habe einen TikTok mitgemacht. Ich habe gerade einen TikTok gemacht, Leute. Da habe ich über 1 Million Views drauf. Lola. Way how it is. Mensch, sieht doch super aus. Ganz klasse. Ich muss da Silikon hinpacken. Wird hier schön gearbeitet. Prima. Ja, sieht doch super aus. Und meine Nägel werden nicht mehr abbrechen. Indisches Essen. Gulab Jamun. It's like a fried donut. Gulab Jamun. Is this sweet? Oh, yeah. Fried donut. Sweet. Amy. Gulab. J-A-M-U-N. So, what's my essence? I keep hearing it's not usually like this. Right. And you need my driver's license and bank card, right? Jetzt traut sie sich nichts mehr zu sagen. Das hat wahrscheinlich zu tun mit das Ding hier. Packst du alles rein? Sieht so aus wie, was die hatten in den 70ern. Machst in so zu? Büros. So. Und dann steckst du es hier rein. Flaschenpost. Dann drücke ich auf den Knopf und weg ist das Ding. Geil. So, jetzt waren wir bei der Bank. Haben jetzt macht sie ihre Sache. Geld abgegeben. Und dann schießt sie es wieder zurück mit meinen Karten und alles Mögliche. Cool. Ja. Das habe ich auch noch nie mitgemacht, ja. Die Money-Sachen. Die Money-Sachen. Na, ich gehe ja normalerweise immer rein, aber wegen Covid, because of Covid. Woher wusstest du denn, wie es geht? Ich muss das letztes Mal schon machen. Die lassen keinen rein, die haben zu. Wir machen nur das hier mit dem Bankteller hier. Ist ja lustig. Und was schießt du jetzt zurück? Ein Beleg oder was? Ein Beleg und meine ganzen Karten und was weiß ich jetzt. Ach so. Ausweis, Karte. Und was, wenn sie es dir jetzt nicht zurückgibt? Tja. Da hast du dann... Verkackt. Ja. Dann gehe ich ganz aus traurig nach Hause. Na, das dauert aber jetzt eine Stunde, das oder? Dauert jetzt. Eine Stunde? Anderthalb. Du lachst jetzt und dann dauert es wirklich anderthalb Stunden. Okay, dann können wir ja schon mal anfangen, irgendwelche Spiele zu spielen. Deswegen bringe ich mir ja immer... Ich sehe was, was du nicht siehst. Deswegen. Und das ist rot. Deswegen, guck mal, deswegen bringe ich mir ja auch immer was zu essen mit, weil es ja anderthalb Snack. Stunden dauert. Kleiner Snack. The Crown Chicken. Chicken, ja. Yeah. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Eine Mülltonne. Oh, viel zu schnell. Und das ist pink. Die Nummer 4. Du guckst auf mein Telefon. Nee, aber ich sehe, in welche Richtung du guckst. Was ist denn da schon? Auch nicht, ehrlich gesagt, ich wusste schon... That's it. Thank you. Guck mal, jetzt schießt es zurück, es kommt aus dem Rohr hier, durch das Rohr jetzt, guck mal. Und da kommt es an. Cool, ja? Nicht schlecht. Das können wir mal öfters machen, macht Spaß. Sieht aus wie so ein Getränk. Hast du auch noch Dings, French Fries und Cheeseburger bestellt? Ja. Alles zurück. Okay, dann hört euch ja unser Spiel schon auf. Julian braucht für ein Schulprojekt ein paar Sachen, ein paar Utensilien. Oh, sind wir bei Dollar Tree? Muss ich hier ein bisschen was gucken. Er soll so ein Modell machen von den verschiedenen Schichten der Haut. So, hier gibt es auch Halloween Decoration. Alles $1. Alles kostet bei Dollar Tree $1. Aber hier ist schon ganz schön ausgeräumt. Ja, gekauft. Noch mehr Sachen, alles $1. Guck mal, hier so eine Kette. Kann ich Koray festketten? Das sind die Trick-or-Treat-Bags zum Candy einsammeln. Was haben wir hier? Ringe,
mit Edelsteinen, Frankenstein Cup. Guck mal, Ping-Pong-Bälle wie Eier, wie Augen. Oh, die Katzen mögen noch immer so gerne Ping-Pong-Bälle. Das ist hier, um das Candy rauszureichen an der Tür. Mollys. Und hier sind alle möglichen Herbstdekorationen aus Holz. Kann man vielleicht noch selber anmalen. Hier so ein Ding habe ich mir jetzt genommen, sowas. Das finde ich ganz süß. Hier geht es noch weiter. Ach, jetzt gibt es ganz neu, habe ich gesehen, Dinge, die hier mehr als $1 kosten. Das ist ganz neu. Das ist ein Skandal. Auf einmal kostet hier was $5. Guck mal, das kostet hier auf einmal $3. Das gab es noch nie. Es war immer... Oh, hier ist eine Katze. Es war halt immer alles $1 und man konnte nehmen, was man will. Und auf einmal haben die hier Preise, die spinnen ja wohl. Da steckt jetzt mein $1. Sieht das süß aus, oder? So ein bisschen hier dekoriert. Hier sind so ein paar Sachen, die wir alle für das Projekt gekauft haben. Für Julian. Und weiß ich nicht, was Cora sich hier gekauft hat. Ach so, Floss. Und was ist das? Safety Scraper. Was machst du denn damit? Was ist das? Lackab. Was ist das? Das brauche ich, um Sachen abzukratzen von Scheiben und so. Schrott. Na gut, für einen Dollar. Was ist das für eine Schrottscheiße? Für einen Dollar. Oh, da haben sie hier eine Lücke gemacht. Guck mal, was es hier Leckeres zu essen gibt. Das ist der Koray-Döner. Boah, sieht das gut aus, oder? Mit Huhn und ist es Schafskäse? Mhm. Chok chok bears penir. You remember how you used to say that always? Ja. Ich will ganz viel. Chok. Und Paprika und Romaine. Lola ist ganz fleißig und hilft uns bei unserem Projekt. Das wären hier die verschiedenen Schichten der Haut. Die müssen alle drin sein. Und Lola hilft ganz fleißig. Und Julie muss jetzt noch darüber schreiben. Uhr 15 und mein Mann sitzt hier und hat sich ein riesen Frühstück gemacht mit Würstchen, Gurke, Oliven, Ei und zweimal Toast und einen Tee. Ich hoffe, das reicht für die heute. Die Welt schläft noch und es ist stockduster. Ich hoffe, das reicht für heute. Und mein Mann isst und scharfe Soße am frühen Morgen. Das ist mir noch zu früh für mich. Typical American. Kaffee. Julian schläft noch, aber hier ist sein Frühstück. Brötchen mit Nutella und Milch. Und sein Lunch habe ich fertig gepackt. Hier hat er ein Brötchen mit Salami und Salat. Und das sind Vollkornchips, ein Apfel und ein Müsli-Riegel. Wir haben momentan so viele Spinnen. Jetzt ist da eine Spinne, die hängt da genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber die hängt genau. Das ist voll krass, das Netz. Genau, wenn man jetzt hier rausgehen würde, würde man da reinlaufen. Guck dir das mal an. Kannst du das sehen? Das ist voll krass und die sieht voll übelst aus. Ja, also wenn du jetzt das nicht sehen würdest und du würdest jetzt hier einfach rausgehen, würdest du genau da reinrennen. So, hier ist jetzt endlich Juliens Projekt fertig mit 25 verschiedenen Teilen der Haut. Zum Beispiel haben wir anscheinend Makaronis in unserer Haut.
Das sind Haare hier oben. Ja, sieht super aus. Da, die ganzen Layers. Und hier unten steht was, was ist. Und Jola ist auch schon ganz müde. Und jetzt muss Julie noch mehr arbeiten.